Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem Doppeltest von Süßigkeiten. Und zwar die neuen Ferrero-Küsschen White Crispy werden wir uns anschauen und die Knoppers Erdnuss, ebenfalls ganz neu. Zwei potenziell sehr leckere Sachen und wir müssen das hier heute ein bisschen anders machen, weil ehrlich gesagt, das Testvideo hierzu ist eigentlich schon komplett fertig, inklusive Einleitung, Test und auch Fazit am Ende. Hat auch alles funktioniert, ist auch hochgeladen. Ich bräuchte jetzt nur auf Veröffentlichen drücken und ihr würdet das Testvideo sehen. Aber das Video ist irgendwie, ich weiß nicht warum, es ist so kurz geworden, irgendwie 3 Minuten und 50 Sekunden. Da dachte ich mir so, nee, also so ein bisschen mehr Entertainment muss ich euch schon bieten. Nochmal neu aufnehmen fand ich dann irgendwie auch doof. Also dachte ich mir, ich kombiniere es dann mit einem anderen. Und dann kam jetzt heute, gestern erst diese Knoppers Erdnuss dazu, sodass wir die uns zusammen anschauen. Wundert euch also nicht, ich werde jetzt das Video nicht komplett neu machen, denn das gab es und das war auch okay. Wir schauen uns jetzt das Knoppers an. Im Detail, ich probiere es natürlich auch und dann kommt der Teil vom Ferrero Küsschen und dann mache ich irgendwie noch das Fazit zu den Erdnussknoppers rein. Es ist ein bisschen durcheinander, aber es passt, glaube ich, für euch. Also viel Spaß wünsche ich. Also, Knoppers Erdnuss. Knoppers, das Frühstückchen. Hier habt ihr die Nährwerte, eine reichhaltige Mahlzeit zum Frühstück, reichhaltig im Sinne von viel Glückseligkeit, 33,7 Gramm Zucker, 32,3 Gramm Fett. Ein wirklich knuspriges und zuckersüßes Frühstückchen. Eine gefüllte Waffelschnitte. Schnitte klingt immer so. Ich habe bei Schnitte immer so eine Assoziation, die ich jetzt hier nicht ausspreche. Und ich finde das dann immer sehr amüsant. Erdnusscreme 26,7% mit gesalzenen, natürlich gehackten Erdnüssen 8,9%. Milchcremefüllung 30,3%. Sehr gut. Zucker, Fett, natürlich das gute Palmfett wieder dabei. Mehl, Magermilch. Weizenvollkornmehl, Erdnüsse, Weizenvollkornmehl, so ein bisschen vielleicht für den herberen Geschmack. Butter rein, Fett könnte so ein, ist halt so wie Ghee, also Ghee, nicht Ghee, Ghee. Butterschmalz, also geklärte Butter, vielleicht so ein bisschen für ein Butteraroma drin. Sahnepulver ist auch was drin. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt. Knoppers Erdnuss. Warum heißt es nicht Knoppers Salted Erdnuss? Da haben sie mal wieder eine Chance vertan. Ich wette mit euch, es wird sich besser verkaufen. In das Salt. Oder eigentlich müsste Salted Peanut heißen. Oder Salty Peanut. Ja, Knoppers, wie wir es kennen. Sieht auch so von außen jetzt nicht so großartig anders aus. Ich habe natürlich hier mein Schneidebrettchen wieder geholt. Ja, hier sieht es jetzt auch nicht großartig anders aus. Können wir hier irgendwo eine Erdnussfüllung erkennen? Erdnusscreme? Wo ist die denn? Also hier oben sind wohl irgendwie Erdnüsse mit drin in dieser Creme. Aber ist hier... Warte mal, ist so eine Erdnusscreme drin? Da bin ich jetzt doof. Mit Erdnusscreme. Vielleicht ist das aber die Erdnusscreme, das aber eher so eine Art Erdnuss-Schokocreme ist und nicht eine pure Erdnusscreme. Ich vermute mal, dass es so ist. Hier auf der Packung kriegt man auch nichts gezeigt, was irgendwie eher die Erdnuss... Vor allem, wisst ihr was? Man soll das ja eigentlich so rum essen, ne? Ist das nicht total... Welcher Mensch isst so rum Knoppers? Ich meine, was ist das denn? Diese teuflische Art, so ein Knoppers zu essen. Das muss doch ganz eindeutig so rum sein. Oder was meint ihr? Also ich meine, man sieht es, die wollen, dass man so rum macht. Aber ich wette, die machen das eher so, um im Gespräch zu sein. Dass die Leute so drüber reden, oh, hast gesehen, Knoppers macht auf die Packung so und so rum. Das ist doch voll weird. Und es ist weird. Es muss so rum sein. Es muss, nein, so. So rum sein. Also ich finde es verrückt. Ich finde es hochgradig verrückt. Es riecht auf jeden Fall deutlich nach Erdnuss. Ist Aroma drin bestimmt so stark, wie das nach Erdnuss riecht. Natürlicher... Aromen, Plural. Also möglicherweise auch Erdnuss. Super knusprig. Man merkt, durch dieses Erdnussaroma wird tatsächlich so ein bisschen dieser Milchcreme die Show gestohlen. Die finde ich sonst so ein bisschen mehr durchkommt. Und das Beste bei Knoppers ist ja noch die Waffel. Man könnte mir nur diese Waffel verkaufen. Ich würde es kaufen. Ich finde die super lecker. Ich merke zwar nach fast nichts, aber ich finde es geil. Ja, es ist Knoppers, es ist lecker, es ist schön mit der Erdnussnote, salzig. Ja, vielleicht ein bisschen, aber ich muss ehrlich gesagt auch zugeben, ich weiß nicht, wie salzig normales Knoppers ist. Ich hatte es ewig nicht mehr. Eine ganz leichte salzige Note kann man da feststellen. 0,69 Gramm, ja okay, ist auch tatsächlich gar nicht so wenig.
Kann man machen, ja. Und ja, von daher, probiert es gerne mal aus. Jetzt schauen wir uns noch den Test zum Ferrero Küsschen an. Und da sage ich, glaube ich, auch Ciao. Von daher, es ist ein bisschen durcheinander, aber viel Spaß bei Teil 2, die Ferrero Küsschen White Crispy. Und ich sage hier trotzdem mal Ciao, weil irgendwie verabschiede ich mal trotzdem, weil es ein anderer Tag. Los geht's. Wir haben hier also Nusspralinen-Spezialität mit feiner weißer Schokolade. 46,5% Vanillin als Aroma drin, 19,5% Haselnüsse, Magermilchpulver, Palmöl ist natürlich auch dabei, Ferrero-mäßig. 20 Stück sind drin, 172 Gramm. Hier habt ihr die Nährwerte. 40 Gramm Zucker, 9,9 Gramm Eiweiß kommt von den Milchpulvern hier und auch von der Nuss. Da ist auch relativ viel Eiweiß drin. 41,7% Fett kommt auch viel von der Nuss und natürlich auch von der Creme und der Schokolade. Und ja, so, wir machen das Ding mal auf hier. Aus. Ich meine, ihr wisst es ja. Aber wir wollen es uns ja ganz genau anschauen. Ihr kennt ja Ferrero Küsschen. Knack. Oh, das hat wirklich richtig gecrunched. So sieht es aus. Da unten sehen wir so ein bisschen diese Crispies. Dann drumherum so eine Nusscreme. Ja, die vielleicht so ein bisschen aussieht wie so eine Nusscreme. Es gibt ja so diese zum Beispiel von Mövenpick. Diese weiße Nusscreme oder sowas. Oder auch sowas wie diese... Ah, die, wie heißt sie denn jetzt? Kais Gourmet oder sowas. Super geil. Wieso Bueno? Und hier ist das, sieht das von der Farbe auch so aus. Und dann da die Haselnuss. So, das Küsschen. Mhm, das riecht sehr schön haselnussig. Und das riecht, findet ihr nicht auch, dass weiße Schokolade so einen ganz eigenen süßen Geruch hat? Das riecht halt, ich meine, logischerweise riecht es anders als Vollmilch oder Zartbitter. Aber ich finde, man hat den Eindruck, dass weiße Schokolade süßer riecht als andere. Vielleicht, weil sie auch meistens süßer ist, aber es riecht wirklich ganz gut. Schöne Nussnote. Ach, guck mal hier. Küsschen hier, Küsschen da, Küsschen sind für alle da. Oh ja. Die schmeckt mir richtig gut. Man hat so ein bisschen crispy. Achtung, ich halte mal die Klappe, ihr hört einfach mal nur. Es cruncht. Hat eine extra Haselnussnote durch die Creme. Ey. Richtig gut. Also nach diesem Cheesecake-Flop ein sehr schönes Produkt. Ist es vielleicht dann nicht ganz so kreativ wie die Cheesecake-Sorte, aber geschmacklich finde ich sie richtig gut. Durch diese Haselnusscreme kommt dann nochmal richtig Haselnusswumms dazu. Ich finde sie sehr gelungen. Ferrero Küsschen White Crispy bekommt von mir eine dicke Empfehlung. Und ja, sonst habe ich nichts zu sagen. Herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.